Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie ihr super schnell das Boxart der Taube malen könnt. Bei der Entwicklung dieses Farbschemas habe ich mir besonders im Hinterkopf behalten, dass es ein Farbschema sein sollte, das man sehr gut speedpainten kann. Denn auch wenn Tau ja jetzt nicht so eine große Massenarmee ist, kann man ja schon je nach Liste relativ viele Modelle auf dem Feld haben. Und deswegen dachte ich, mache ich mal was, was wirklich fix geht und auch noch ganz ohne Airbrush. Zuallererst müssen wir erstmal die Modelle mit Ravebone grundieren. Ich habe zuerst sehr lange geschwankt, ob ich Ravebone oder Grayseal benutze, habe mich dann aber für Ravebone entschieden, weil wenn ich mir das Farbschema auf der Website angeguckt habe, sah es doch ein bisschen beigelicher aus als grau und deswegen dachte ich mir, passt das dann doch besser. Damit ich jetzt die ganzen Rillen von den Platten ein bisschen hervorheben kann, tusche ich das gesamte Modell mit einem 50-50-Mix aus Lamia Medium und Agrax Earthshade. Ich mische es auf jeden Fall 50-50, weil dadurch, dass ich das Lamia Medium mit reinbringe, fleckt das Agrax Earthshade nicht so stark. Das bedeutet auch, es poolt nicht so stark, es schliert nicht so sehr und auch auf größeren Flächen kann ich damit einfach besser arbeiten. Wenn ihr natürlich große Fahrzeuge oder sehr große Kampfanzüge habt, solltet ihr das eher recessed shaden, also ganz gezielt wirklich nur in diese Rillen laufen lassen. Aber bei diesen kleinen Modellen wie die Fire Warrior könnt ihr das einfach komplett drüber klatschen. Ihr solltet auf jeden Fall nur aufpassen, dass wenn es irgendwo poolt, ihr direkt mit dem Pinsel hingeht und die Farbe da wieder etwas abtragt, damit es sich nicht antrocknet und ihr nachher so einen unschönen Rand bekommt. Danach trockenbürste ich das Modell erstmal komplett mit purem Weiß. Hierbei muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viel Farbe auf dem Trockenbürstpinsel habe. Also wirklich nur noch ganz, ganz wenig, dass wenn ihr euch auf den Daumen streift, nur noch so ganz paar Pigmente drauf bleiben. Denn wir wollen ja im Endeffekt wirklich nur die Kanten nochmal erwischen und das Ganze etwas glatter ziehen und nicht alle Flächen komplett wieder weiß malen. Gerade bei den Infanteriemodellen sind diese Rillen auch gar nicht tief genug, dass wenn ihr zu doll drüber bürstet, ihr die ganzen Rillen eigentlich wieder weiß malt. Danach tupfen wir das Weiß ein bisschen mit Rhinoxide. Hierbei müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass es nicht zu viel wird, denn bei diesem Schritt kann man gerne mal ein bisschen ausrasten und das gesamte Modell einfach Rhinoxide tupfen. Hier wollen wir wirklich nur ganz gezielt und dezent ein paar Battle-Damage-Kanten setzen, besonders auf diesen harten Kanten der Rüstungen. Gerade auf der Schulter oder auch auf den Beinen kann man das eigentlich richtig schön machen. Besonders schön wird das auch bei den größeren Kampfanzügen aussehen, weil die natürlich eine richtig gute Fläche dafür bieten. Rupft euch hierfür wirklich einfach das Schwämmchen super klein, dass ihr einfach gar nicht so in das Bedrängnis kommt, nachher zu viel zu tupfen, und tupft das Rhinoxide auch auf einem Stück Papier wieder gut vom Schwamm runter, dass es einfach nicht zu viel auf einmal wird. Danach kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Contrast und hierfür benutze ich Black Templar. Damit bemale ich jetzt wirklich alle Flächen, die bei meinem Tau schwarz werden sollen. Der Trick bei diesem Contrast, damit es nicht so fleckig wird, ist ruhig eine Menge Contrast benutzen. Also ihr seht hier ja schon teilweise, wie viel Farbe ich auf meinem Pinsel habe, die ich dann quer über das Modell verteile. Denn bei Contrast ist es oft, wenn ihr zu wenig Farbe auf dem Pinsel habt und die eben einfach verteilen wollt, dass ihr die Farbe zu sehr streckt, die teilweise aufreißt oder auch ihr diese kleinen Blubbelbläschen dann bekommt, die dann später auf dem Modell trocknen und ihr auf einmal wieder einen weißen Fleck von eurer Grundierung auf dem Modell seht. Das passiert mir persönlich nicht mehr so häufig, weil ich inzwischen daran gewöhnt bin, das zu machen, aber ihr kennt das bestimmt, wenn ihr ab und zu mal mit Contrast gearbeitet habt. Also habt keine Angst, nehmt einen etwas älteren, feineren Pinsel, nehmt ordentlich Farbe und verteilt das auf dem gesamten Modell. Ich habe auch extra die Füße hier, die ja eigentlich blau werden, auch schon mal mit Black Templar übermalt, da ich jetzt, wo sie trocken sind, mit Rust Grey unsere Grundhautfarbe einmalen kann und trotzdem schon eine Schattierung dabei habe. Quasi 2 in 1. Ist das Rust Grey deckend aufgetragen, ich habe hier gut 2 Schichten gebraucht, habe ich jetzt noch mit Fenrisian Grey vorne eine kleine Kante auf den Fuß gemalt. Es soll ja ein sehr, sehr schnelles Farbschema sein, aber so kleine Details machen dann eben diesen Gesamtlook nochmal aus, dass es etwas hochwertiger aussieht und der Schritt dauert wirklich nicht sehr lange. Als nächstes kommen wir zu den paar roten Stellen auf der Rüstung. Und hier haben wir vor allem auf der Brust und auf der Schulter das Symbol. Das malen wir jetzt erstmal deckend Cornred. Ist das Cornred gut getrocknet, nehme ich mir jetzt Mephiston Red und bemale die ganzen Symbole nochmal von oben mit dem Mephiston Red, aber so, dass die Lücken in dem Cornred bleiben, dass wir direkt eine schöne Schattierung haben. Mit dem Mephiston Red gehe ich jetzt auch hin und male auf den Kopf ein kleines Freehand. Diese ganz typischen Tau-Freehands. Die sind super schnell gelernt. Übt die am besten vorher einfach einmal auf einem Stück Papier und je öfter ihr sie dann auf einen Kampfanzug malt, desto schneller werdet ihr sehen, dass ihr das immer mehr verinnerlicht und es wirklich leicht geht.
Ganz zum Schluss nehme ich mir dann nochmal die Symbole auf der Schulter und auf der Brust und setze da eine Kante mit Wild Rider Red drauf. Das hebt natürlich auch nochmal die Fläche ein bisschen mehr von der Vertiefung auf, weil wir direkt die ganz dunkle Farbe neben der hellen Kante haben. Den nächsten Schritt hätte ich prinzipiell auch eigentlich direkt nach der Grundierung machen können und diesen dann direkt mit tuschen können. Habe ich allerdings vergessen und mir ist später erst aufgefallen, dass die Tau ja so manche Flächen der Rüstung oder auch der Waffen noch in einem mittleren Grau haben. Ich nehme mir hier also Dawnstone und male ein Segment von dieser Oberschenkelrüstung und ein Segment der Waffe damit an. Wenn das getrocknet ist, muss ich jetzt natürlich nochmal mit meinem verdünnten Agax Earthshade tuschen, dass auch hier die Rillen einfach nochmal rausstechen. Und danach selbstverständlich auch nochmal mit Rhinoxide tupfen, denn wenn dann so ein Streifen nicht getupft ist, sieht das ja auch ein bisschen komisch aus. Wie gesagt, macht das am besten einfach direkt nach der Wraithbone-Grundierung, dass ihr euch da ein paar Stellen mit Dawnstone einzeichnet. Dann könnt ihr das nämlich direkt mit den ganzen anderen Arbeitsprozessen in einem machen. Die paar Stellen, die an meinem Tau noch Gold werden, male ich mit Rich Gold von Proacryl an. Das tusche ich dann hinterher auch einfach nur mit dem 50-50-Mix aus Agax Earthshade, weil die Farbe habe ich eben schon da und es reicht komplett, um ein bisschen diese Umrandung oder diese mittlere Rille etwas zu schattieren. Und ich finde, das Rich Gold hebt sich auch nochmal richtig schön von dem Beige und auch von dem Rot des Modells ab und verleiht dem Ganzen einfach nochmal so eine dritte schöne Farbe. Bevor wir jetzt zu der letzten Detailarbeit kommen, geben wir den schwarzen Stellen des Modells noch ein paar schnelle Kanten. Hierbei fokussiere ich mich eigentlich besonders auf die Hose des Modells. Wenn ihr natürlich größere Kampfanzüge habt, wo auch mal durchaus größere Flächen auch mit Black Templar bemalt wurden, könnt ihr diese selbstverständlich auch Kanten akzentuieren. Dafür nehme ich mir Administratum Grey und ziehe wirklich einfach nur ein paar schnelle Kanten an ein paar Stellen. Die müssen wirklich nicht überall sein, aber wenn ihr ein paar gut einsehbare Stellen damit Kanten akzentuiert, wertet auch das Modell super schnell auf. Zuletzt bleiben uns jetzt noch die paar Linsen und Lämpchen an dem Tau. Die habe ich beim Black Templar Schritt direkt auch mit Schwarz gemacht, sodass ich mir jetzt mit Ahriman Blue den unteren Teil dieser Linse oder diesen kleinen Lämpchen damit anmalen kann. Ich möchte also darauf achten, dass der obere Teil noch schwarz bleibt. Das macht ihr am besten so ein bisschen versetzt, also dass das obere rechte Eck schwarz bleibt und die untere linke Ecke mit Ahriman Blue bemalt wird. Mit Baharoth Blue ziehe ich da jetzt auch noch eine Kante drauf. Also kleinen Linsen ist das natürlich etwas schwieriger, aber wenn ihr da alleine unten in die linke Ecke ein bisschen von dem Baharoth Blue draufmalt, hat das schon einen Mega-Effekt. Ganz zum Schluss setze ich jetzt noch auf die entgegengesetzte Seite des Baharoth Blue einen kleinen weißen Punkt. Also ihr müsst ihr einfach schauen, wo ihr eure helle Stelle hingesetzt habt und auf die dunkle Stelle, wo das Schwarz wirklich ist, noch diesen kleinen weißen Punkt und dann sieht das auf einmal richtig gut aus und geht auch richtig schnell. Der Tau hat hier von mir eine Dschungelbase verpasst bekommen mit den neuen Gamers Grass Blättern. Die werden wir auch demnächst mal testen, also seid da auf jeden Fall gespannt auf das Video. Ich finde, dieses Standard-Farbschema ist eigentlich richtig schön. Gerade die paar blauen Lämmchen heben sich nochmal richtig schön ab von diesem ganzen Beige und Rot und ja auch primär schwarz, gerade bei den Infanteriemodellen. Natürlich, die Kampfanzüge werden etwas schwärzer wirken, weil es einfach größere Flächen sind, die da werden. Aber glaubt mir, wenn ihr mit dem Contrast da ein bisschen übt, dass es nicht so fleckig wird, geht das super schnell. Und somit kriegt ihr auch eine Tau-Armee sehr, sehr schnell battle-ready aufs Spielfeld. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. An dieser Stelle natürlich vielen lieben Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Argentum, Diamond, Freddy, Frederik, Goblin Lord, Jan, Juxe, Kurugawa, Philipp, Shayalin, Siebert, Sebastian, Illyriel, Alex, Armin, Daniel, Don Vittorio, Freckel, Gunni, Haliax, Halim, Hopfi, Kilian, Lord Sicilius, Matthias, Max, Michael, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick, Rodrik, Sleipnir, Sumsi, Sören, TND Arthas und Tilia Lin. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PK Pro und Taschengelddieb. Und falls ihr regelmäßig bei Amazon einkauft, macht das doch auch einfach über den Affiliate-Link. Wir streamen auch regelmäßig auf twitch.tv/paintomancy, wo ihr uns auch live malen sehen könnt und dabei sogar Fragen stellen könnt. Also dann, bis zum nächsten Mal!